So. Wir brauchen ein Spiegel. Okay, ich habe jetzt schon mehr als 5 Spielzüge gebraucht. Das weiß ich jetzt schon. Aveline, ist es gelungen? Zeig es mir nicht. Ich habe schon zu viel gesehen. Ich will es nie wieder ansehen müssen. Maman, ich kehre zurück nach New Orleans und stelle alles richtig. Dann lasse ich nach dir schicken. Meine liebe, starke Tochter. Nichts wäre mir lieber, als wieder bei dir zu sein. Doch mein Platz ist nun hier. Die Menschen hier brauchen mich. In Nouvelle-Orléans werde ich nur alte Geister sehen. Ich verstehe. Keine Sorge. Dies ist nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Sei vorsichtig, mein Kind. Gut. Zurück nach Mexiko. Halbwegs geschafft. Mit dem zweiten Teil der Prophezeiungsscheibe in der Tasche reist Aveline nach New Orleans zurück, um die Suche nach Vorcress fortzusetzen, den sie für den Company Man hält. Also die macht sozusagen so, ja, macht Multitasking nebeneinander, hilft ihrem Vater im Geschäft. Macht noch was anderes. Na, ist gut. Wir haben neue Gegenstände für Schneider freigeschaltet. Schön. Die Frage ist, ob wir die wieder brauchen, denn ich habe mich ja schon schön eingekleidet. Wie man noch sieht. Ach ja, die Pistole ist ja vollkommen unsichtbar, ne? Ja. Papa, du bist leichenblass. Was hat denn der Arzt gesagt? Sorge dich nicht mal, Cherie. Es ist nur ein... Papa! Meine Liebste, schau nicht so finster. Dank deiner Sorge und den Tränken deiner Stiefmutter schmerzt die Genesung mehr als die Krankheit. Jeanne, du hast dieses Medaillon stets gut behütet. Ich habe immer bedauert, dass... Aveline, verzeih bitte die Störung, doch ich brauche deine Hilfe. Es ist dringend. Natürlich. Ich liebe dich, Papa. Da ist ein Sklave, George. Ich versprach ihm sicheres Geleit nach Norden, doch während der Flucht entdeckten ihn Soldaten. Er versteckt sich, aber... Bitte... Kannst du mir irgendwie helfen? Dein Geschäft läuft gut und mit deinen Kontakten im Bayou. Ja. Ich bringe ihnen Sicherheit. Mit äußerster Diskretion. Super. Nächste Mission. Wieso ist das Ding über uns? Achso. Thank you.
Ja, ich würde sagen, hier machen wir auch fürs erste Schluss. Und machen das nächste Mal weiter. Denn ich glaube nicht, dass ich die Konzentration noch habe, weiterzumachen. Und ich möchte dringend ins Bett. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss und haut rein.